Hallo liebe Mauser-Fans, 125 Jahre Mauser 98er System, Grund und Anlass genug für uns, heute mal ins Mauserwerk nach Oberndorf zu fahren, in die alte Wirkungsstätte von Mauser, hier ins Waffenmuseum von Oberndorf im Schwedenbau von Mauser, wo früher die Schwedenkarabiner gebaut wurden. Und ja, freue mich, dass Herr Zimmermann sich die Zeit genommen hat, uns hier in den nächsten Stunden durchs Museum zu führen und uns ein bisschen was zu einzelnen Exponaten zu erklären. Und Herr Zimmermann, Sie dürfen anfangen. Mein Name ist Simon Zimmermann, ich bin Militärhistoriker und Leiter des Museums im Schwedenbau. Und ich möchte Ihnen heute zu diesem Anlass einige spezielle Exponate aus unserer Sammlung vorführen. Ja, dieses spezielle Exponat, was wir jetzt hier haben, ist 1998 entstanden, zum 100. Jubiläum des Gewehrs 98. Mhm. Da hat die Firma Mauser, als sie noch hier ansässig war und gewirkt hat, alte Gewehre 98 auf der ganzen Welt eingekauft und aus den besten Bauteilen dann eine Jubiläumsserie herausgebracht. Und dies ist eines davon. Also insgesamt sind dann 1998 okay. Gewehre entstanden in dieser Zeit und das hier ist die Nummer 1. Wunderbar. Ja, dann freue ich mich. Dann schauen wir uns die nächste Station hier mal an. Herzlichen Dank. Hallo, liebe Mauser-Fans. Wie bereits angekündigt, jetzt zur nächsten Station hier im Waffenmuseum in Oberndorf. Ja, die Geschichte der Waffenfabrik Mauser fängt ja viel früher an als die des 98ers. Und ja, Herr Zimmermann, vielleicht wollen Sie uns ein bisschen erzählen und mal ausführen, wann das alles begonnen hat mit der Firma Mauser. Also wir müssen etwas vor Mauser ansetzen. Also die Anfänge dieser Industrie sind um 1811, 1812 entstanden in Form der königlich-württembergischen Gewehrfabrik, einem reinen Staatsbetrieb, der hatte erstmal noch nichts mit Mauser zu tun. Der ist im Zuge der Napoleonischen Kriege hier eingerichtet worden in Oberndorf, weil das neu gegründete Königreich Württemberg Truppen für Napoleon aufstellen musste und dahingehend Waffen brauchte. Der Grund, warum die Wahl auf Oberndorf damals gefallen ist, ist vor allen Dingen dem geschuldet, dass das Heilige Römische Reich deutscher Nation im Zuge dieser Kriege aufgelöst worden ist. Der Kirchenbesitz ist eingezogen worden, unter anderem ein großes Kloster hier im Ort. Das ist ein Leerstand. Genau, was dann leer stand und dadurch ein großes Gebäude einfach frei geworden ist. Gleichzeitig gab es hier mit dem Neckar ein fließendes Gewässer, was für den Betrieb von Schmiedehämmern von Vorteil ist. Und es gibt Eisenerz in der Gegend und sehr viel Holz dank dem Schwarzwald. War also ideal, um hier eine Fabrik einzurichten. Das Einzige, was fehlte, war Fachpersonal. Das musste man dann erst von außen hinzuführen. Mhm. Das heißt, das wurde dann auch quasi, wurden die Fachkräfte von vielen Orten hier herangeführt dann quasi und hergeholt. So. Genau, auf lange Sicht schon. Der erste Mitarbeiterstamm der Firma war dann allerdings erstmal Militär gewesen. Mhm. Eine sogenannte Ouvrierkompanie ist vom württembergischen Militär hierher geführt worden. Das waren Soldaten, die gleichzeitig das Büchsenmacherhandwerk ausübten. Mhm. Und diese bildeten dann hier den ersten. Ja, das erste Stammpersonal dieser Waffenfabrik. Kann man also sagen, so am Anfang war es tatsächlich durch und durch ein Staatsbetrieb, weil Staatsdiener in Anführungsstrichen über die Soldaten her und dann natürlich die königliche Gewehrfabrik, also alles quasi in königlicher Hand. Sozusagen. Genau, also es war ein reiner Staatsbetrieb und die Oberndorfer hatten da gar nicht mitzureden. Mhm. Das war auch in der Zeit üblich, das waren ja nur Untertanen in diesem Königreich Württemberg. Okay. Und das setzt dann natürlich auch hier in diesem damals noch katholischen Oberndorf einen demografischen Wandel ein, weil die meisten dieser Soldaten, die hierher gekommen sind, waren Protestanten. Das war eine der ersten großen demografischen Veränderungen hier im Ort. Davon würde es dann noch sehr, sehr viel mehr geben in der Folgezeit. Okay, und wie kamen nun die Mauser-Brüder hierher? Oder das war, glaube ich, der Vater Andreas Mauser. Ja. Genau, einer dieser Soldaten, der dann in dieser Zeit hierher kam, war Andreas Mauser, der Vater der beiden berühmten Brüder. Ah, okay, und die haben dann später quasi hier das Handwerk auch erlernt und sind so in die damaligen, später dann Mauserwerke und die königliche Gewehrfabrik zunächst eingetreten. Genau, die sind nach der Schulzeit, nach der Volksschule, also im Alter von ungefähr 14 Jahren, sind die beiden Brüder dann auch in der Waffenfabrik tätig geworden. Das war halt der einzig große Arbeitgeber hier vor Ort. Und haben dann dort das Büchsenmacherhandwerk erlernt. Okay. Und
hatten dann allerdings, anders als viele andere, die gezwungenermaßen dort an Ermangelung anderer Alternativen dort tätig wurden, hatten sie selber aber Gefallen daran, an der Tüftelei, die mit diesem Handwerk einherging. Also sie waren relativ schnell auch erfinderisch tätig dann. Okay, gut. Herzlichen Dank. Und ja, dann führen Sie uns mal zur nächsten Station. Ja, Herr Zimmermann, jetzt stehen wir hier an einem wahren Meilenstein der Mauser-Geschichte, Mauser Modell 71, quasi das erste in Serie hergestellte Gewehr von Mauser und auch das erste mit einem Kammerverschluss. Richtig, ja. Genau, das ist noch eine Schwarzpulverwaffe und ist eigentlich eines der bedeutendsten Gewehre der Firma Mauser, weil es die Firma durch seine Serienherstellung überhaupt erst hervorgebracht hat. Mhm. Also dadurch hat es eine hohe unternehmensgeschichtliche Bedeutung. Es gerät natürlich gegenüber den späteren Modellen, insbesondere dem Gewehr 98, so ein bisschen ins Hintertreffen. Also es ist nur wenigen Menschen wirklich im Detail auch bekannt, dieses Gewehr. Entstanden ist es eigentlich ursprünglich vor den Eindrücken des Deutsch-Französischen Krieges 1870 bis 1871. Mhm. Die deutschen Truppen hatten gegenüber den französischen Truppen wegen ihres Dreise-Zündnadelgewehres und gegenüber dem französischen Chassepot-Gewehr das Nachsehen gehabt. Ja, zur damaligen Zeit hat man für verschiedene Truppenteile noch verschiedene Versionen derselben Waffe hergestellt. Also das normale Infanteriegewehr war das ganz hier oben, also die ganz lange Variante des M71, weil man davon ausging, dass ein normaler Infanterist einen Reichweitenvorteil braucht, also mit der Waffe selber, weil sie ja für den Nahkampf verwendet werden sollte. Das war ja noch eine Einzelladerwaffe. Also hatte auch der Nahkampf mit dem aufgesetzten Seitengewehr noch eine gewisse Relevanz gehabt. Und da war es natürlich sinnvoller, wenn die Waffe möglichst lang ist. Andere Truppenteile, wie zum Beispiel Jäger, hatten eine etwas kürzere Waffe. Bei Teilen von diesen Waffen hatte man noch eine andere Visiereinstellung. Es war auch ähnlich wie bei Jägerbüchsen im Jäger, wirklich im Jägerbereich außerhalb des Militärs ein anderer Abzugsbügel auch installiert, was sich mehr an Jagdwaffen orientierte. Dann quasi hier mit diesem Handgriff, quasi dem Handschutz nochmal hinter dem Abzugsbügel. Genau. Und das ging dann ungefähr so weiter. Also die Artillerie, Kavallerie hatte dann wieder andere, also noch kürzere Varianten, Karabiner-Varianten davon. Genau, aber die Einzelladerwaffe, da wurde auch direkt als Nachteil relativ schnell erkannt. Als auch die ersten magazingestützten Gewehre dann international auftauchten, versuchten auch die Brüder Mauser dann ihr M71 dann entsprechend nachzurüsten. Das hat eine Reihe von Versuchsgewehren hervorgebracht, von denen wir auch zwei jetzt hier gerade ausstellen. Also der erste Versuch war zum Beispiel das M71 mit einer Patronentasche an der Seite auszurüsten. Das sieht man jetzt hier vorne. Das war jetzt noch kein wirkliches Magazin, sollte einfach den Ladevorgang vereinfachen, genau beschleunigen. War natürlich nur eine minimale Besserung, wenn überhaupt. Und die Patronen waren noch einfach nur lose da eingesteckt, also war nicht wirklich feldtauglich. Wenn man die Waffe ein bisschen kippte, dann fielen also Patronen raus. Also war natürlich jetzt, ist nicht in die Serienreife gegangen, das Ganze. Ein bisschen ausgereifter war dann schon ein anderes Magazin, was man an die Seite des M71 angeheftet hat. Ist eigentlich nur ein Magazinkasten, noch ohne Feder. Okay. Die Patronen wurden oben einfach eingelassen und sind einfach per Schwerkraft dann in den geöffneten Verschluss, also in die geöffnete Kammer dann gefallen. Na gut, dann besten Dank und ja, schauen wir uns die nächste Station an. Also Aufhängung der Entwicklung, die ich hier zeige, ist das Gewehr 88, das einzige deutsche Ordnanzgewehr, was nicht im Oberndorf entwickelt worden ist. Und auch das erste Gewehr darstellt, was die 8x57 Patrone für Nitrocellulose, Treibmittel verschossen hat. Dieses Gewehr war damals ein Politikum, weil es in großer Eile hergestellt worden ist und dabei gewisse Fehler gemacht worden sind. Also unter anderem war diese Waffe noch mit unzureichendem Anteil an Kohlenstoff im Lauf ausgestattet, was dann zu Laufsprengungen führen konnte. Schuld daran war auch die frühe Patrone 8x57, weil sie nach längerer Lagerung aufgrund ihres Essigether versetzten Pulvers einen Überdruck entwickeln konnte, was dann wiederum zu diesen Laufstängungen beigetragen hat. Genau, der Verschlusskopf, der war noch abnehmbar bei dieser Waffe anfänglich
Und man konnte die Waffe aber trotzdem abfeuern, auch wenn der Verschlusskopf nicht dran war, was dann zu einem katastrophalen Ausgang führen konnte für den Schützen. Schuss nach hinten, wenn es geht. Genau. Also Paul Mauser hat bei dem Modell 88 nicht mitgewirkt, er hat aber zeitgleich ein eigenes Modell für Belgien herstellen wollen. Da ist unter anderem dieses Versuchsgewehr dann entwickelt worden von ihm. Das ist die Konstruktion 88, ein relativ fortschrittliches Gewehr, hat zwar auch noch Ähnlichkeiten zum Modell 88, unter anderem auch den Laufmantel, aber besonders auffällig ist hier das sehr moderne Ansteckmagazin, genau, was an dieser Waffe eingeführt wurde. Eigentlich schon seiner Zeit sehr weit voraus. Genau, 1888, das ist ja in jeder Hinsicht modernes Ansteckmagazin, noch mit einer Ladehilfe und Ladestandsanzeige integriert. Alles in einem, ne? Alles in einem Hebel integriert. Und ist eigentlich vergleichbar mit dem, was wir heute an einreihigen Magazinen so besitzen. Und wie viel Schuss hat das jetzt hier gefasst? Das hat 9 Patronen. 9 Patronen, gefasst. Okay. Ja. War seinerzeit sehr weit voraus und ist deswegen wahrscheinlich auch dann vom Militär abgelehnt worden. War noch Teufelszeug zu der Zeit. Ja. Okay. Also das Gewehr, was Belgien dann am Ende angenommen hat, ist dieses hier. Das ist das Modell 1889. Also nochmal eine weitere Version nach dem nach der 88er-Version. Genau, die ist dann ein Jahr später entstanden und auch in Serie hergestellt worden. Gewisse Teile hat man beibehalten. Laufmantel wieder. Genau, der Laufmantel ist immer noch da. Die Seitengewehraufnahme ist allerdings jetzt hier nach unten gewandert, wird allerdings immer noch auch über die Mündung dann fixiert. Das Magazin hat sich deutlich vereinfacht. Es ist immer noch abnehmbar mit einem, hier unten ist ein Druckknopf drin, da kann man den Magazinkasten herausnehmen. Es ist allerdings jetzt kein reines Wechselmagazin mehr, wie das an der Konstruktion 88 war. Hier nimmt man einfach den Magazinkörper raus und dann würde ich jetzt hier drauf drücken, dann springt auch gleich die Feder hier in diese Richtung. Mhm. Was man aber auch hier geändert hat, jetzt ist die Kammer ein einziges Stück. Mhm. Es ist nicht mehr möglich, hier den Verschlusskopf zu entfernen und die Waffe abzufeuern, wie das bei der vorherigen Konstruktion auch möglich gewesen wäre. Und diese Waffe ist erstmalig jetzt für einen Ladestreifen ausgerüstet. Ladestreifenvorrichtung und auch zwei Warzen schon zur Verriegelung quasi vorne. Genau. Also dieser abnehmbare Magazinkasten ist von belgischen Soldaten auch kritisiert worden. Deswegen findet man den auch in den Folgemodellen dann nicht mehr. Also das muss wohl heute wieder vorgekommen sein, dass die Soldaten bei der Benutzung der Waffe an diesen Druckknopf gekommen sind und dann haben sie ihr Magazin in den Dreck gefeuert. Bei dem danach entstandenen Gewehr 1892, was dann Paul Mauser für Spanien hergestellt hat, ist deswegen diese Möglichkeit nicht mehr vorhanden. Das Magazin ist jetzt fest, ja, die lässt sich nichts mehr abnehmen. Der Laufmantel ist auch erstmalig jetzt nicht mehr mit dabei. Dafür haben wir jetzt den hölzernen Handsturz hier oben, der noch bis zum Hülsenkopf geht. Quasi ein Vorderschaftsoberteil. Und auch hier mit Vorderring dann auch schon dran. Ne? Genau, ja, mit dem Vorderring dran. Die Seitengewehraufnahme ist noch identisch. Die ist unterhalb, immer noch an der Mündung fixiert. Und ansonsten ist diese Waffe aber relativ identisch noch zu dem vorherigen Modell. Ja, man sieht schon gewisse Ähnlichkeiten auch mit dem späteren 98er jetzt hier. Ne? Ja, wir kommen so langsam in die Richtung. Genau, von der Kammer anschaut. Okay. Spanien hat einige tausend Stücke von denen bestellt gehabt, aber ein Jahr später ist schon ein fortschrittlicheres Modell entwickelt worden von Paul Mauser und Spanien ist dann auf dieses Modell umgesprungen. Das war dann das Modell 1893, das ist dieses hier. In 7x57. 7x57, genau. Und ja, die bedeutendste Änderung sieht man hier direkt an der Unterseite. Klappdeckelmagazin. Genau, ja. Und das ist jetzt erstmals schaftbündig. Und nicht nur das, diesen Erfolg hat Paul Mauser darauf zurückzuführen, weil das erstmalig ein zweireihiges Magazin ist. Ansonsten ist es relativ gleich zu dem Vorgängermodell. Aber dieses schaftbündige Magazin macht es für Soldaten ganz besonders angenehm, diese Waffe jetzt auch auf dem Rücken zu tragen, ohne dass da dieser Körper heraussteht. Genau.
hat auch eine längere Einsatz gehabt noch, dieses Gewehr, sowohl dann erstmal im amerikanischen, spanischen Krieg. Aber an dem sieht man jetzt schon, an dem spanischen 93er Modell, sieht man ja schon jetzt die Ähnlichkeiten, dass es jetzt in Richtung 98er geht. Wenn ich mir das Ganze, die ganze Schaftform von dem Klappdeckelmagazin, auch hinten die Sicherung und überhaupt die Kammerführung angucke, sind wir da jetzt schon auf dem Weg. Ne? Genau, da sind wir so langsam dabei. Modell 1893 ist dann die Modellreihe 1895 entstanden, die unter anderem an Chile gegangen ist und an die Burenrepubliken in Südafrika. Auf Basis dieses Gewehrs, was da entstanden ist, hat Paul Mauser allerdings noch weitere Versuchsgewehre hergestellt, unter anderem das hier, wo er ein paar Probleme, die die vorherigen Modelle hatten, versucht hatte zu beheben. Also eine der besonders auffälligen Sachen an diesem Also Eigenheiten an diesem Gewehr ist vor allen Dingen die Seitengewehraufnahme, die jetzt erstmalig nicht mehr an der Mündung fixiert wird und jetzt einen sogenannten Ansteckzapfen jetzt hier erhalten hat, eine wirklich massive Aufnahme. Das sollte das Problem mit der Präzision bei aufgesetzten Seitengewehren lösen. Diese Lösung ist allerdings nie im deutschen Militär eingeführt worden. Das findet man wirklich nur in diesem Versuchsgewehr. Eine andere Eigenheit sieht man hier am oberen Handschutz. Hier ist nämlich jetzt eine Ausfräsung eingelassen an diesem Stelle. Tatsächlich lässt sich bei diesem Modell das Visier einfach umklappen und dann kommt ein zweites Visier zum Vorschein. Allerdings ist es völlig unbekannt bis heute, was genau das bezwecken sollte. Was der Hintergrund war dafür. Ja, also Mauser nannte dieses Visier ein Schulvisier. Was damit geschult wurde, wissen wir leider nicht. Es taucht auch wieder nur bei diesem Modell auf, bei allen späteren Modellen ist es nicht mehr mit dabei. Schon ein Jahr später weiterentwickelt worden und jetzt kommen wir dem Gewehr 98 auch sehr, sehr nah. Das ist 1896 entstanden und bis auf wenige Eigenheiten ist es schon fast identisch mit dem späteren, mit dem fertigen Gewehr 98. Also was wir... Die Bajonettaufnahme, Seitengewehraufnahme ist jetzt die fertige Schiene, die man auch beim Gewehr 98 findet. Wir haben jetzt das H-förmige Oberband. Der Verschluss, den muss ich jetzt mal zeigen. Genau, auch schon mit drei Stellungssicherungen, genau im Design eigentlich wie später beim 98er. Ja, und hat jetzt erstmalig auch Gasentlastungsbohrungen auf der Unterseite. Das hat das fertige Modell 98 dann auch. Daumenloch. Daumenloch, Laden, genau. Das Daumenloch ist dabei. Und das Visier ist halt noch nicht das lange Visier, wie man das später erkennt. Es ist auch noch für die I-Patrone, nicht für IS, hergestellt, weil es ist ja ein paar Jahre davor entstanden, vor der Entwicklung der S-Patrone. Ist deswegen auch noch für die auf 200 Meter Distanz eingestellt. Und der Handschutz geht noch bis zum Hülsenkopf, was beim schlussendlichen Gewehr 98 so nicht mehr der Fall ist. Das sind aber so ganz kleine Eigenheiten, die dieses Versuchsmodell noch hat. Ansonsten ist es im weiteren Sinne das Gewehr 98 schon. So, das ist jetzt das fertige Gewehr 98. Ist noch sehr ähnlich zum vorhergestellten Versuchsgewehr. Also jetzt haben wir das lange Visier dran. Es ist bereits für das geschwungene, ja. Genau, das wirklich charakteristische Visier für dieses Gewehr. Für 400 Meter Minimaleinstellung ausgerichtet, also ist schon für die S-Patrone. Der Handschutz ist etwas verkürzt worden. Ansonsten ist es relativ identisch zu dem vorher vorgestellten Versuchsmodell. Was es allerdings darüber hinaus noch hat, ist diese Versicherungsschraube. Genau. Auf der Unterseite, das hat das Versuchsmodell noch nicht. Was auch bis heute eigentlich bei jedem 98er drin ist. Und was man auch hier schön sieht, die ganze Kammer, eigentlich das Design, wie wir es heute noch bei unserem 98er auch haben, ne? Unserer Yachtversion. Das ist dann die fertige Variante, millionenfach hergestellt und wahrscheinlich ebenso oft auch kopiert worden. Genau, aber nie das Original erreicht. Genau. Ja, liebe Mauser-Fans, der Besuch im Waffenmuseum im Schwedenbau in Oberndorf geht zu Ende. Wir haben nur einen kleinen Teil euch gezeigt von dieser immens großen und hochinteressanten Ausstellung, Herr Zimmermann.
Und ja, es gibt noch viel, viel mehr zu sehen, egal ob Kurzwaffen oder auch Büchsenmacherwerkzeuge etc. pp. Und noch viele, viele Waffen mehr aus der Mausergeschichte, auch aus, von anderen Waffen und so weiter. Und ja, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Es ist mega hier, es ist absolut sehenswert. Und ja, schaut hier rein ins Museum in Oberndorf. Einfach googeln Waffenmuseum Schwedenbau Oberndorf und ja, oder kommt auch mal bei uns in Isny vorbei, schaut euch die Jagdwaffenproduktion an, Kleingruppen bis zu 10 Mann und alles weitere findet ihr unten in den Informationen. Und ja, mir bleibt nur herzlichen Dank zu sagen, Herr Zimmermann, es hat mich sehr gefreut, es war hochinteressant und ja, weiterhin viel Erfolg noch bei der weiteren ja, Ausgestaltung dieser wundervollen Ausstellung. Wirklich hochinteressant und ich bin absolut begeistert. Bis dann, tschüss.